Kreml. Jüdische Emigration über die Krimler Tauern. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ereignete sich eine der größten Fluchtbewegungen Europas. Auf der Suche nach einer neuen Heimat machten sich 250.000 Überlebende des Holocaust in Osteuropa auf den Weg nach Palästina. 6 Millionen Juden waren von den Nationalsozialisten grausam ermordet worden. Für Hunderttausende jüdische Überlebende war Europa ein Ort des Grauens. Ein wichtiger Fluchtweg führte über das amerikanisch besetzte Salzburg, durch die französische und britische Zone nach Italien. Als Ende 1946 Frankreich und Großbritannien verstärkt gegen die Fluchtbewegungen vorgingen, wurden viele zurückgeschickt. Die Bricha, eine jüdische Fluchthilfeorganisation, suchte daraufhin nach einer neuen Fluchtroute. Sie führte von Saalfelden nach Krimmel, über das Tauernhaus und das Windbachtal auf die Tauernhöhe, wo Salzburg direkt an Italien grenzt. Von hier führte der Weg aus der amerikanischen Zone nach Kasern in Südtirol und von dort weiter an die Mittelmeerküste. Die Überquerung der Krimmler Tauern auf 2634 Metern Seehöhe war beschwerlich. Um nicht entdeckt zu werden, musste ein Großteil der gefährlichen Strecke nachts bewältigt werden. Im Sommer 1947 überquerten über 5000 Flüchtende zu Fuß die hohen Tauern und gelangten so nach Palästina, dem späteren Israel.